grüß dich. Bleibet in meiner Liebe. Was das eigentlich bedeutet und warum das eigentlich so eine Herausforderung sein sollte, wenn ich das erste Mal höre, bleibet in meiner Liebe. Das ist so schön, kann man sich zurücklehnen und einfach genießen. Diese Liebe umarmt ich und ich fühle mich wohl. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass ich mit diesem selben Blick, mit dem ich gesehen bin, auch die anderen sehe. Und das macht das so schwer. Weil, wenn jemand mir nicht zurückgezahlt hat, was er mir schuldet, dann möchte ich dann, oh, zahl mir das zurück, was du schuldest. Ich brauche es. Oder hast du das nicht gemacht, was du mir, was du gesagt hast, dass du machen wirst? Mach das! Okay. Auf diese Art und Weise gibt es keine Frucht. Wenn ich sowas mache, sehe ich durch meine Brillen, meine natürlichen Brillen, mit denen ich das, was ich dir gegeben habe, muss zurück sein, so ist die Ordnung, was. Und das ist immer, aber da gibt es keine Möglichkeit für Wachstum. Nur wenn ich diesen Raum jemandem gebe, zu wachsen, wenn ich mit demselben Blick anderen sehe, mit dem ich gesehen werde, nur dann mache ich diese ganze Pflanze, das andere, wachsen und Frucht bringen. Und so ist es gleichzeitig wunderschön und enorm schwer, weil ich jetzt was ganz anderes manchmal in meinem Herzen wiederfinde. Weil ich denke, so soll es sein. Mein Urteil ist doch richtig. Ich habe recht. Ich habe was. Aber das ändert nicht an der Sache. Dass wenn ich geliebt bin, wenn es mir immer wieder vergeben wird, muss ich dasselbe dem anderen tun. Und das ist eine Herausforderung, nicht wahr? Teile mit mir, was du denkst.